Die schönere Welt, die mein Herz kennt, die Frage ruft ein Bild auf von einer Welt, die dieser Global Design Challenge entspricht, die ich gestern genannt habe, nämlich, dass wir mit allen Menschen hier in Frieden und Freiheit leben können und das so hinkriegen, dass wir in einer Welt leben, in der wir ein gesundes, nachhaltiges und volles globales Ökosystem bewohnen, in dem genug für alle da ist, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Natur selbst. Und wo wir uns keine Sorge machen müssen, dass das irgendwie komplett zerstört wird. Also vielleicht auch gerade eine sorgenfreie Welt. Zumindest auf der Ebene, auf der wir uns jetzt die meisten Sorgen machen, nämlich global. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die man überhaupt stellen kann, weil es darauf eigentlich auch keine Antwort gibt. Also ich habe bisher keine gefunden, obwohl ich seit 10 Jahren danach suche. Ich glaube, wir müssen uns daran orientieren, was wir aus eigenen persönlichen Krisenerfahrungen von uns kennen, wie wir in diesen Krisenerfahrungen selber umgegangen sind. Und wenn ich mit Leuten darüber spreche, dann ist das meistens eine Haltung von in der Krise trotz der Angst zur Ruhe kommen, sich an sich selbst und sein Umfeld anknüpfen und wahrnehmen, das zulassen. Das ist ja wie eine Höhle, wie in so einem schwarzen Loch oder wie beim Surfen, wenn man von der Welle erwischt wird. Man weiß nicht mehr, wo oben, wo unten ist. Was kann man da machen? Man kann eigentlich nur warten, bis die Wahrnehmung wieder einsetzt. Und solange möglichst ruhig, entspannt und in dem Vertrauen sein, dass der Moment kommt, wo die Wahrnehmung einsetzt und mit der Wahrnehmung dann auch wieder Optionen erscheinen. Und dann ist der wichtigste Punkt tatsächlich, eine Entscheidung zu treffen. Denn wenn sich erste Wahrnehmungen und Optionen zeigen und wir keine Entscheidung treffen, dann bleiben wir weiter in der Krise. Weil der Krisenpunkt der Entscheidungspunkt ist. Also erst die Entscheidung bringt uns aus der Krise heraus. Die Wahl einer dieser Optionen, die Wahl eines Szenarios, die Wahl einer Zukunft. Und das Schwierige ist von diesem Moment des totalen Zulassens und im Vertrauen seins, mehr oder weniger innerhalb von 0 auf 100, in den Moment von, ich treffe eine Entscheidung. Totale Klarheit, totaler Fokus. Also dieser Switch, der ist, glaube ich, das Schwierige. Ich glaube aber, dass wir uns darauf vorbereiten können, dass man das trainieren kann, wie in einem Dojo, dass das eine Übung ist, auch eine spirituelle Praxis ist. Und eigentlich jede kleine Krise, und wenn es nur ist, ich muss einen Artikel schreiben, der muss morgen fertig sein und ich weiß einfach nicht, was ich, auch das ist genau der gleiche Moment, im Kleinen, für ein kleines Projekt, Personal. Und das Problem, was wir gerade haben oder die Herausforderung, die wir gerade haben, ist, dass wir genau in diesem Moment global als gesamte Menschheit stecken. Die würden so aussehen, dass wir vor allem unsere Optionen, die wir haben, die Möglichkeiten, die wir sehen, die Potenziale, die da sind, das Schöne, das Gute, das Wahre in den Mittelpunkt rücken. Nicht, weil ich die Krise schön malen will, ganz und gar nicht. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall den kritischen Blick bewahren. Aber weil ich glaube, die Aufgabe ist so groß, dass wir so viel Energie brauchen, dass wir uns nichts leisten können, was uns Energie nimmt. Und alles Schuld zuweisen, dieses Blaming und Shaming, die Politiker sind falsch, die anderen sind falsch, die, das, jene Gruppen sind falsch oder tun das Falsche und so weiter und so fort. Oder ich tue das Falsche oder ich bin nicht gut genug oder ich bin zu privilegiert. Und auch diese ganzen Bilder von, die Welle rollt über uns, wir fahren auf die Wand zu,
Was gibt es nicht alles für Metaphern von Untergang und Verderben und Apokalypse? Das nimmt uns alles Energie. Und das können wir uns in diesem Moment nicht leisten. Das heißt, alle Geschichten, die wir erzählen müssen, ohne, wie gesagt, dass ich jetzt irgendwie naiven Kitsch fabrizieren will oder mich blind machen will vor den Problemen, die wir haben. Aber ich glaube, die Geschichten, die wir uns jetzt erzählen müssen, sind die von Stärke, von Schönheit, von unseren Möglichkeiten, von den Optionen, die wir haben, die Mut machen, die uns wieder irgendwo anbinden, nach unten, nach oben, in die Breite. Einfach um kein Quäntchen von der Energie, die wir jetzt benötigen, irgendwie in solchen anderen, negativeren Geschichten zu verbrauchen. Also, zwei Antworten vielleicht darauf. Das eine ist, ich glaube, es braucht auch das Lineare, so wie es alles andere auch braucht. Also diese Vorstellung, wir haben im Sommercamp hier mit einigen auch über solche Modelle gesprochen, diese integrale Vorstellung von, wir müssen im Grunde alle Qualitäten, in der wir sein können, auch als positiven Beitrag zu einer zukünftigen Lösung anerkennen. Das halte ich für unglaublich wichtig. Und ja, wir kommen gerade aus einer Phase, wo, sage ich mal, das sehr rationale, lineare vorherrschend ist, zu vorherrschend wahrscheinlich, und viele andere Qualitäten, wo es mehr darum geht, in so einem offenen oder, du hast auch gesagt, magischen, das sind ja auch unterschiedliche Qualitäten und Zustände, die wir einnehmen können, auch Bewusstseinszustände, die wieder stark zu machen. Aber ich würde sagen, wir müssen dabei sozusagen das Lineare nicht schwach machen, sondern das werden wir auch brauchen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin ja eigentlich von Haus aus Philosoph und ich glaube tatsächlich, auf der, sage ich mal, abstraktesten, tiefsten Ebene, philosophischen Ebene, das ist für mich die von, wie stellen wir uns Welt überhaupt vor? Wie konzipieren wir, was ist unser Bild oder unser Narrativ, unsere Geschichte davon, wie Sein überhaupt funktioniert? Da braucht es neue Modelle. Ja. Ich finde es immer interessant, dass wir uns sehr stark an Technologien, die wir gerade entwickeln, selber gerade entwickeln, entdecken als Menschheit, orientieren und die als Modell dafür nehmen, wie wir die Welt interpretieren. Also in dem Moment, wo wir Mechanik entwickeln und sozusagen entdecken als Menschheit, denken wir, die Welt ist mechanisch. In dem Moment, wo wir Digitalisierung entwickeln, fangen wir an, plötzlich die Welt als irgendwie Computer zu verstehen, als Computersystem und so weiter. Ja. Und ich glaube, da werden neue Modelle kommen. Ich verstehe nichts von Quantenphysik zum Beispiel, aber ich glaube, einiges von dem Denken oder was da konzeptionell gedacht wird, kann uns weiterhelfen. Da ist vielleicht die Magie drin, von der du sprichst, ohne dass es Magie ist, sondern es ist eine Form von neuem wissenschaftlichen Verständnis. Aber ich wüsste da zu wenig von, um da jetzt in die Tiefe gehen zu können. Ich glaube aber tatsächlich, dass es sowas wie einen kulturellen Wandel braucht, indem wir ein neues kulturelles Verständnis von, wie sind wir in der Welt, entstehen und auch neue kulturelle Techniken. Co-Kreation für mich ist zum Beispiel eine neue kulturelle Technik, die wir entwickeln müssen. Und wir hatten gestern dieses Gespräch, wenn man mal sich den Wandel vom Spätmittelalter über die sozusagen in die moderne Neuzeit vorstellt, was da an kulturellem Wandel stattgefunden hat. Diese Dimension, wenn nicht eine größere, wird der Wandel haben, vor dem wir jetzt stehen. Und deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, sozusagen, solange wir noch nicht durch diesen Krisenpunkt durch sind, jetzt schon versuchen zu erraten, was das sein wird. Es wird anders sein.
Also ich unterscheide ja vielleicht ganz kurz zwischen Kooperation, Kollaboration und Co-Kreation. Und auch in der Co-Kreation gibt es verschiedenste Vorstellungen, was das sein könnte. Und in der Co-Kreation ist es so, es gibt sozusagen diese Methodologie der Co-Kreation, die auch viel, sage ich mal, im Businessbereich, in der Produktentwicklung mit Kundinnen und Kunden neue Ideen entwickeln, also eher so ein Innovationsansatz. Um mich davon ein bisschen abzugrenzen, spreche ich oft von tiefer Co-Kreation und ich schreibe das ohne Bindestrich, auch bewusst, so um zu zeigen, ich meine noch ein bisschen was anderes damit. Und da gibt es ein paar Dinge, die wichtig sind, meiner Meinung nach, um in diese tiefe Co-Kreation zu kommen. Und die eine basiert schon auf einer Ahnung davon, was vielleicht sozusagen als Weltvorstellung kommen könnte. Und ein ganz wichtiges Prinzip für mich ist die Resonanz. Also ich glaube, man kann Co-Kreation verstehen als wir setzen uns mal zusammen und entwickeln Ideen. Und da kommt bestimmt auch das eine oder andere Gute raus. Auch mit schönen Methoden. Ja. Aber mir fehlt dann oft die Anbindung an das, was gerade wirklich relevant ist. An das, was wirklich gerade als Thema in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft, in einem Land oder global gerade wirklich relevant ist und bearbeitet werden möchte. Und um da hinzukommen, braucht es Resonanz. Und das ist unsere Fähigkeit, ich interpretiere das als unsere Fähigkeit, mit Aspekten, die in uns persönlich wirken, sozusagen in einen transpersonalen Prozess einzutauchen, wo wir die gleichen Aspekte in den größeren Gemeinschaften um uns herum wahrnehmen. Sei es unsere Familie oder unser Land oder global. Das heißt, in dem Moment, wo ich merke, ich arbeite an einem Thema und dieses Thema hat nicht nur allein was mit mir persönlich in mir zu tun, sondern dieses Thema steht in Verbindung zu dem, was um mich herum passiert, baut sich eine Resonanz auf und es wird stark. Es wird stark fühlbar, es wird stark fühlbar in der Gruppe. Ich merke, das ploppt plötzlich überall auf. Und wenn ich das spüre, dann glaube ich, dann habe ich einen Zugang zu den relevanten Themen, die bearbeitet werden wollen. Das können Vergangenheitsthemen sein, das können auch kollektive Traumata zum Beispiel sein, das können aber auch Zukunftsthemen sein, Dinge, die da sein wollen. Und wenn ich daran mich denen stelle und da wirklich in die Auseinandersetzung gehe, dann entsteht, ich würde nicht sagen automatisch, aber dann entsteht einfach ein ganz starker Fokus, der diese tiefe Co-Kreation ermöglicht. Weil ich dann an etwas arbeite, was mich berührt und was relevant ist und was gerade bearbeitet werden will. Also ich drehe das manchmal auch um und sage eigentlich, der Prozess sucht sich über die Resonanz seine Partizipateure. Weil der Prozess selbst eine Art von Transformation, eine Veränderung, eine Entwicklung sucht. Und die sucht er sich über uns. Und wir in unseren, was wir häufig denken, das ist mein eigener, kleiner, persönlicher Prozess. Wir sind oft aber dabei eher sowas wie die Sensoren einerseits. Wir nehmen das wahr, wir können das wahrnehmen und interpretieren das als unseres. Und wir sind gleichzeitig die Prozessoren, das heißt, ich mache jetzt auch mal eine Computer-Analogie, ja, wie die vielen Prozessoren auf einer Platine. So haben wir gerade 7 Milliarden Bewusstseinsprozessoren auf dieser Erde. Und wenn wir die anstellen, gemeinsam, synchronisiert, dann glaube ich, ist eine ganze Menge möglich. Also, wir haben gestern darüber gesprochen, im Vormittag im Zelt, was mir in den letzten Jahren die Information, die mir am meisten Hoffnung gegeben hat, ist tatsächlich diese ganz simple Information, dass wir Peak Child erreicht haben. Also, dass schon die Maßnahmen, die wir in den letzten Jahrzehnten als Menschheit gemacht haben in Richtung Bildung, Ernährung, Gesundheitsversorgung, also auch die klassischen Fortschrittsthemen durchaus,
dazu geführt haben, dass pro Frau statistisch gesehen nicht mehr als 2 Kinder geboren werden. Das heißt, dass diese exponentielle Kurve der Bevölkerungsentwicklung irgendwann, das wird noch dauern und wir werden noch sehr viel mehr werden, aber irgendwann abflachen und aufhören wird. Und ohne dieses Gefühl, da ist irgendwann mal so ein Plateau der Entspannung, wenn auch auf einem sehr hohen Niveau, das eine sehr hohe Herausforderung uns stellen wird, ist für mich so ein, hat eine unglaubliche Entspannung und Hoffnung ausgelöst, dass ich jetzt zumindest weiß, wofür ich Lösungen entwickeln muss.